Chok Palahniuk. Fight Club geschrieben hat. Fight Club habe ich jetzt nicht, weil der Film so dicht an dem Buch ist, dass es da, glaube ich, eine 3 oder 4, 5, 10 fehlen. Ansonsten braucht man das Buch nicht. Klingt ein bisschen hart, aber. Ich weiß gar nicht, womit ich angefangen habe. Ob es der Simulant war, weiß ich gar nicht mehr. Aber der Simulant. Das wurde sogar auch verfilmt mit Choke oder so. Ich habe den Film nie gesehen. Sehr Simulant. Also der Typ Choke Palahniuk hat eine sehr seltsame Sichtweise auf die Welt und wie er das so interpretiert. Und der sieht die Dinge halt anders. Und hat so einen abgefahrenen Humor, teilweise ein bisschen eklig auch. Aber bei der Simulant, haha, ist so, dass es dann einen Typen gibt, der geht in Restaurants und er spielt im Restaurant den Erstickten, ja. Damit er von den Leuten, die dort sind, oder Entschuldigungskarten kriegt oder es tut mir so leid, Karten mit Geld drin. Dieses Geld verwendet er, um das Pflegeheim seiner Mutter zu bezahlen. Eines Tages geht er dorthin und eine vermeintliche Ärztin erzählt ihm, dass er der Sohn von Jesus ist, weil ja irgendwie die Genitalien verwendet wurde und da genetisch Material verwendet wurde, um Menschen zu zeugen, und er sei wohl dadurch der Sohn von Jesus. Und das ist noch nicht alles. Also wie gesagt, er spielt den Restaurant ersticken, glaubt plötzlich der Sohn von Jesus sein und ist sexsüchtig. Also passt ja alles, ne? Also da fing das dann auch an zu glauben und so, und hat dann irgendwie, ich glaube dann, er hat dann so irgendwelche Fähigkeiten. Aber blöderweise fällt mir jetzt. Ach ja, er war ja noch der Telefonseelsorger, der immer gesagt hat, bring dich um. Nimm den Strick. Oder er hat einfach aufgelegt oder so. Ich weiß, war schon abgefahren. Mir fällt mir jetzt nicht mehr ein. Aber ich weiß, dass das Buch sehr gut ist. Und in diesen Büchern geht es auch nicht immer so speziell um eine Geschichte, sondern es geht eigentlich um eine Reise immer. Also, dass man ein abgefahrenes Erlebnis hat. Das Buch enthält immer viele Fakten. Da gibt es irgendwo eine Kurzgeschichte nochmal. Das Buch war nicht so gut. Wo Chuck Palahniuk über sich selbst eigentlich schreibt, dass er immer so Fakten sammelt. Er sammelt wohl immer Haufen Informationen und so. Chuck Palahniuk ist auch ein fördernder Autor, der auf seiner Homepage andere Autoren fördert und so. Also der Simulant ist sehr gut. Wie gesagt, sexsüchtig, glaubt dann, dass er der Sohn von Jesus ist. Am Ende kommt dann noch was ganz anderes raus, was ein bisschen, oh, Bret Easton Ellis mag ihn wohl auch, ein bisschen traurig ist, was dem seine Mutter dann in Wirklichkeit sagt. Aber sehr witziges Buch. Da muss man wirklich lachen. In dieser Geschichte, Flug 2039, gibt es einen Typen, der entführt ein Flugzeug und spricht in die Blackbox. Deswegen beginnt das Buch ja auch hier 300 und endet, ne? Endet dann am Ende halt, wenn das zu runterkommt. Und er erzählt jetzt seine Lebensgeschichte, wie er der letzte Überlebende einer Sekte ist, von den Medien vermarktet wird. Sex spielt auch eine Rolle, weil er noch Jungfrau ist. Und gesagt, ey, du wirst niemals Macht empfinden, wenn man nie Sex hattest und so. Und so, dann weiß ich noch, dass am Ende so Haufen Sextoys an den Ort geschafft werden, wo er mal war. Also das Ganze wird als vollgemüllt da. Und es gibt eine Sache, die könnte, wenn die stimmt, die könnte uns Sorgen bereiten. Und zwar trifft er in diesem Buch auf eine Person, die sagt, wir vermarkten, wie war das? Patente. Genau, die. Da gibt es jemanden, der sagt, wir haben Patente auf Dinge, die gibt es noch nicht. Und sollten die erschaffen werden, wie zum Beispiel ein Allheilmittel gegen Krebs oder gegen was anderes, dann hätten diese Leute sofort das Patent und würden sofort Geld dafür kriegen. Das ist etwas, was einem Sorgen bereiten könnte, wenn es stimmen sollte. Und da hat Chuck Palahniuk immer viel recherchiert anscheinend im Hintergrund, scheint das wohl zu existieren. Vor allem in Amerika, nicht wahr? Also auch ein sehr witziges Buch, wie gesagt. Ich kann jetzt auch wieder nichts weiter sagen, weil, wie gesagt, das ist wieder eine Reise, auf die man sich einlassen muss. Wieder sehr witzig. Sex und so. Jetzt, ich habe gerade nochmal reingeguckt, jetzt fällt mir noch was ein. Und zwar gibt es da so eine Person, die heißt Fertility. Die treffen sich immer, glaube ich, und die sagt, die Zukunft kann die Zukunft voraussagen. Ah, genau, und am Ende sind die im Stadion, also sie sind kurz davor. Und dann sagt sie ihm, es gibt etwas, wenn du das sagst, bricht das absolute Chaos aus.
Und genau das macht er dann. Also du glaubst es erst nicht, also du weißt nicht, was meint die jetzt damit? Und dann passiert es und dann bricht auf dem wirklich ein steines Chaos aus. Das macht auch Sinn, aber das sage ich jetzt nicht. Jetzt kommen wir zu zwei Büchern, die gehören zusammen. Verflucht, verdammt, aber ich weiß nicht mehr, welcher der Anfangsroman ist. Also es geht in diesen zwei Büchern um ein Mädchen, die stirbt. Oh, die Augen sind sogar ein bisschen. Okay. Es geht um ein Mädchen, das stirbt, kommt in die Hölle und ist damit nicht einverstanden. Und macht sich mit ein paar Leuten in der Hölle auf den Weg zu Satan, soweit ich mir erinnern kann, um ihm mal zur Rede zu stellen, was die ganze Scheiße eigentlich soll. Welcher war der erste? Weiß ich gar nicht mehr. Wie wird die mal Fight Club jedes Mal erwähnt? Okay. Und sie machen sich dann auf den Weg zu Satan, so eine kleine Gruppe. Und einer der Mitglieder ist so ein Punk, der besteht nur aus dem Kopf und hängt an ihrem Gürtel, so von ihm, von ihr oder so. Und da kommt eine riesige Dämonin und ihm fällt nichts Besseres ein, als seinen Kopf in ihre Mumu reinzuschieben, um sie damit außer Gefecht zu setzen. Versteht ihr also? Genau, und da gibt es noch eine geile Szene, wo sie dann da ankommen und so ein Greif, genau, es war ein Greif, der sitzt vor einem Computer und er würde gerne ihren Antrag bearbeiten, aber das Programm, was er benutzt, ist so langsam, dass er sagt, alter Schwede, das ist ja beschissener als Windows oder so. Ja, ein Greif hat ein Problem mit einer Software. Und das ist die eine Geschichte. Meine zweiten Geschichte geht es um die Vorgeschichte, dass nämlich das schon vorgeplant war, dass das Mädchen in die Hölle kommt, weil die Eltern irgendwie irgendwelche Telefonate geführt haben oder was. Aber ich weiß, das war sehr geil. Die beiden Bücher waren sehr abgefahren. Es geht um die Reise in die Hölle, wie sie dazu hinkommt. Ja. Chuck Palahniuk hat nicht nur mit Fight Club ein Mindfuck geschrieben, sondern noch einen Roman, der diese Geschichte, das, was das Buch ausmacht, kommt zum Schluss. Und das ist ziemlich abgefahren. Also es geht in dieser Geschichte um eine Gesellschaft, die jeden Tag und Nacht unterteilt ist. Und diese Geschichte und dieses Buch ist geschrieben in einer Art Oral History. Und zwar gibt es hier immer Leute, die man die Geschichte trifft und die reden in der Vergangenheitsform von jemandem. Also auch sehr spannend gemacht, weil du folgst ja dann den Hinweisen. Und das ist jetzt echt schlecht, um das nicht zu spoilern, weil das echt abgefahren ist. Und die jungen Leute machen so Crash-Partys. Und wenn die einen Unfall haben, kommt es zu einer Situation, wo die meinen, durch die Zeit reisen zu können. Und dann gibt es noch eine Person in der Geschichte, die mehrmals vorkommt. Und das ist dann das Abgefahren auch am Ende. Auch was die Hauptfigur anfängt. Also, nee, mehr sage ich nicht. Also, wenn ihr das Buch lest, ich verspreche euch, wenn am Ende ankommt, denkt ihr so, pff, Alter, ach du Scheiße, darum geht's? Und, hä? Ja, es. Und ich möchte dazu was sagen. Ich würde sagen, ich habe in den Nachrichten gehört, das ist also jetzt Realität, Realität, dass ich im Radio in den Nachrichten gehört habe, dass ein Mann das tatsächlich gemacht hat. Angeblich gab es eine Geschichte, wo ein Mann einen Autounfall hatte und der Mann wurde gefragt, warum er das gemacht hat und er sagt, ich wollte durch die Zeit reisen. Ich würde sagen, ich habe das in den Nachrichten gehört, dass eine Person das hier versucht hat. Also das ist hier ziemlich, also das ist zum Ende hin ziemlich abgefahren. James Ellroy. Verstaubt. James Ellroy habe ich gefunden, eigentlich durch die DVD von 8 mm, weil das da erwähnt wurde. Und es könnte auch sein, dass der Roman, der erwähnt wurde auf der DVD, vielleicht auch Inspiration war für 8 mm. Die schwarze Dahlia. Beruhte auf einem viralen Fall. Und James Ellroy hat den Fall nicht gelöst, ja? Wie Joel Schumacher einfach mal so behauptet, das stimmt nicht. Er hat einfach eine fiktive Geschichte. Es orientiert sich an den Fakten, der Fall wurde ja nie gelöst. Und es ist ein sehr spannender Roman.
Genau, hier steht Roman. Elroy gilt ja als Krimi-Autor, aber eigentlich sind die Bücher abgefahren. Die, weiß nicht, geht immer öfters mal um Inzestfamilien, korrupte Bullen, Prostituierte, alles keine Ahnung, alles ziemlich harte Kost. Und die Verfilmung von, genau, Brian De Palma. Brian De Palma hat die Schwarze Seide verfilmt und das sehr schlecht. Sorry, aber das war gar nichts, das war nicht wirklich gut. Zu Ende wirkte lächerlich. Die ganze Nierung war nicht spannend. Die Schauspieler waren sehr gut, aber wenn der es nicht hinkriegt. Aber das Buch ist sehr gut, sehr spannend. Ein richtiger Thriller. Mit interessanten Wendungen, aber es hält sich durch an die Fakten. James Ellroy, als er noch hier so eine Romane geschrieben hat, hat er ja drei Regisseure gehabt, die das überprüft haben. Und war auch mein erster Roman von ihm, war sehr, sehr, sehr spannend. Sehr, sehr gutes Buch. Die Figuren sind alle in sich gebrochen, keiner ist direkt normal, keiner ist moralisch vertretbar, kann man sagen. Und in dieser Geschichte geht es ja um zwei Freunde, Bucky Bleichert und der andere heißt Lee Blanchard, Feuer und Eis. Das sind nämlich zwei Freunde, zwei Polizisten und die sind, glaube ich, beide auch Boxer. Die lösen den Fall halt. Der Schwarzen da. Einer von deinen Bus ist schon früher, hat es aber nicht gesagt, weil er von der Familie, die da mit drinsteckt, Bestechungsgelder angenommen hat. Und ja, es ist halt ein sehr guter Roman. Das kann ich von nicht dazu sagen, nur dass es ein guter Roman ist mit Überraschungen und korrupten Polizisten. Und hier wird ja am Ende dann Victor Hugo erwähnt, wo ich dann auch dem, also dann auch das zugelegt habe, der lachende Mann. Weil hier kommt das zu einer Folterszene und jemand liest aus dem Buch Der lachende Mann vor. Die schwarze Dahlia von James Ellroy. Eines meiner wirklich allerliebsten Bücher von James Ellroy ist In der Tiefe der Nacht. Und soll ich sagen, warum? Dieses Buch erinnert mich an Hannibal Lecter. Denn es geht in dem Buch um einen Doktor, der heißt Dr. Heavenant. Ich verwechsel das nicht wieder, aber ich würde sagen, es war Dr. Heavenant. Der hat seine eigene Sekte aufgebaut. Mit Jüngern, die unter Drogen setzen, so zur Zeit eine Hippie-Zeit, diese Leute findet, unter Drogen setzt und sie abhängig macht. Und es wird auch die Figuren zeigen noch sehr gut, weil es wird auch klar, wie Prevalent als Kind die emotionale Regung seines Vaters also nicht bekommt, also keine Bestätigung so, und dann Emotionen abstumpft und dann zum Wissenschaftler wird. Aber das ist nur so die Figurenzeichnung und es. Man entdeckt diese Gruppe erst, weil es zu einem komischen Mord kommt. Die Polizei versucht, diesen Fall zu lösen. Und der Polizist wird von diesem Arzt, Dr. Heverland, auch manipuliert. Er erzählt ihm auch irgendwie mehr so ein Blödsinn und so. Oder redet über sich selber. Aber der Polizist weiß das nicht. Und es ist auch ein gewisses Katz-und-Maus-Spiel, dass der Polizist ja immer wieder hin und wieder mit dem Arzt spricht. Und er weiß nicht, dass er der Täter ist und so. Und deswegen erinnert mich das mal an Hannibal Lecter, weil dieser Arzt ist halt sehr manipulativ. Und ist halt, ach ja, das ist auch interessant, ist auf dem Stand eines Kindes. Es gibt eine Szene, wo er jemanden umbringt und wirklich die Waffe weit weg von sich hält, wegguckt und dann schießt. Also es gibt da ganz viele auch infantile Ansätze bei diesem Doktor. Und was auch richtig geil ist bei dieser Geschichte, es gibt ein richtiges Endszenario an einem Strandhaus. Wirklich geil. Es gibt, und also wie gesagt, es gibt diese geile Geschichte um den Arzt, wie er Leute manipuliert, wie die Polizei versucht, ihn zu finden. Dann gibt es am Ende eine richtig geile, witzige, auch, wie soll ich sagen, auch Szenerie, wo der Polizist und ein Karikaturist, der rausgeschmissen wurde, und der ist besoffen, und die versuchen dann, den Fall zu lösen. Also, die fahren zu den verschiedenen Leuten. Und der Karikaturist ist so geil besoffen, es ist ja witzig. Danach kommen sie ja zu diesem Strandhaus, kommt die Endszene und das kann ich euch sagen, da mache ich die Geschichte nicht kaputt, weil da geht es ja um mehr und so. Der Doktor stürzt am Ende, stößt sich den Kopf und dieser hochbegabte, sehr intelligente Mensch ist dann intellektuell so eingeschränkt, dass er nur noch mit einem Trinkhalm aus einem Becher trinken kann. Geil! Das rundet die Geschichte noch so dermaßen, ja, das ist ja auch schon fast philosophisch. Alter. James Ellroy in der Tiefe der Nacht. Wirklich einer seiner besten Romane überhaupt.
James Ellroy, die Rothaarige. Wisst ihr, warum das Buch auch gut ist? Das ist seine Biografie. Denn James Ellroys Mutter wurde auch ermordet. Deswegen interessiert er sich auch so für die schwarze Dahlia. Das ist seine Biografie. Wie er von seiner Mutter geschlagen wird, dann mag er sie nicht so sehr. Dann wird sie ja ermordet, dann ist er mit seinem Vater alleine. Sein Vater kriegt es aber nicht so richtig hin. Obwohl sein Vater im Hollywood berühmt war und ein paar Stars sogar gekannt hat oder promotet hat. Und aber der Zustand von seinem Vater wird immer schlechter, dann lässt sich ein. Weiß ich gar nicht, stirbt er? Oder kommt ein Pfleger? Nee, ich glaube, der stirbt oder so. Und da es keinen gesetzlichen Vormund gibt, kommt James Earl auf die Straße. Er lebt dann auf der Straße ein paar Jahre, hat Drogenkonsum, Alkohol, Wix-Sessions von 8 Stunden, weil er diese Droge nimmt, wo das sich stark verlängert, wo er das stark verlängern kann. Er säuft wie sonst was, also ist Alkoholiker. Es gibt eine abgefahrene Szene, wo er bei so einer Klinik ist für Alkoholiker und dann ist er auf dem Dach und von der nee, eine Sekunde zur nächsten fängt er an zu schreien. Schreit, er schreit, er schreit. Er kann das Schreien nicht aufhören, er brüllt die ganze Zeit, bis sich wieder aufhört. Und das war ein alkoholbedingter Anfall oder so. Also der hat schon einiges durch. Mit, ich glaube, in Jungfahrt wurde er auch auf der Straße von irgendeiner Frau. Und die Legende sagt, er hätte sich durchs Schreiben gefangen. Eine andere Legende gesagt, er hätte seinen ersten Roman im Hotel im Stehen geschrieben. Naja, das sind alles so Gerüchte. Hallo. Aber soweit ich weiß, wird der Roman Stiller Schrecken, den habe ich jetzt nicht gezeigt, der ist jetzt auch nicht schlecht. Es ist aus der Sicht eines Serienmörders, das Buch heißt Stiller Schrecken, James Ellroy, aus der Sicht eines Serienmörders, und das wird wohl angeblich von der Polizei auch verwendet, keine Ahnung. Dann hat er ja auch einen Preis bekommen von der Polizei von L.A. wegen der realistischen Darstellung der Polizei in den 80ern, weil die Polizei da extrem korrupt war. Wahrscheinlich sind es heute noch, wenn ich an Black Mice und das denke. Jedenfalls, wie gesagt, seine Bücher sind ja alle durchzogen von Polizisten, korrupt sind, Geld geil auf Sex. Also, wie gesagt, deswegen heißt das Buch Die Rothaarige. Seine Mutter hatte nämlich Rothaare, deswegen heißt das Buch Die Rothaarige. Er konnte den, nachdem er sich dann gefangen hat, wird das Buch, ist das nicht mehr ganz so spannend, weil er versucht dann einfach, das zu lösen, aber das bringt nichts. Dann trifft er sich einfach nur mit seinen Verwandten und dann ist das Buch auch zu Ende, ohne dass der Fall gelöst wird. Also, dann haben wir noch von James Ellroy Hübler Selbstmörder. Das will ich nur ganz kurz erwähnen, das ist eigentlich kein Krimi, sondern ein waschechter Psychothriller. Sehr spannend. Weil da gibt es 3 Leute, die begehen Bankräuber, die werden immer brutaler und das ist am Ende des Buches, das ist eine abgefahrene Verfolgungsjagd in der Nacht, wo die dann der eine Typ von den Bankräubern kriegt Gewissensbisse, macht immer die weiße Heilmelodie, will dann das Geld zu einer Bank, zu einer Kirche bringen, aber da passiert dann was. Der Anführer, der die Bank raubt, versucht eigentlich eine Frau, die er schon lange nicht mehr gesehen hat, möchte sie wiedersehen. Und somit ist, also wird das so eine extrem Hetzjagd auch. Das ist ein sehr spannendes Buch. Thriller, Leute. Dieses Buch ist was, was die Art des Schreibens ist, abgefahren. Aber man kann ihm trotzdem folgen. Er hat es wirklich geschafft, dass man ihm folgen kann, weil es ist so. Der arbeitet für den, arbeitet wiederum für den, spioniert den aus. Dann siehst du die Geschichte von dem, wie er dem ausspioniert. Und alter Schwede, das geht die ganze Zeit. Und trotzdem kann man denen ganz gut folgen. Das ist auch zu Zeiten der Kommunistenjagd, glaube ich. Und da kommt Nixon drin hervor. Und dann arbeitet einer, ich weiß nicht, dann wird er dann bespitzelt. Dann schnappen sie den, dann ist er Teil dieser Gruppe. Und es ist abgefahren wegen der Komplexität der Figuren und wie sie zueinander stehen. Und der arbeitet für den und für den. Und dann erfährst du, ach, das ist, ach komm, das ist abgefahren, aber es ist trotzdem gut. Blutschatten, das war Blutschatten, ja, habe ich gesagt. Blutschatten ist deswegen interessant, weil das Interessante ist, also es geht um die Kommunistenjagd, es geht um Schauspieler und es geht natürlich um einen Täter, der Morde begeht und Bissspuren hinterlässt von einem, der hat ein Vielfraßgebiss sich machen lassen. Und das Abgefahrene ist, dass sie dem Täter schon mal begegnet sind am Anfang des Buches, aber der hat was mit seinem Gesicht machen lassen und deswegen erkennen sie ihn nicht. So viel dazu. Und dieses Buch hat mir geholfen zu verstehen, warum Kennedy wirklich ermordet wurde. Also, wie gesagt, Ellroy hat ja jahrelang so Psycho-Thriller-Krimis geschrieben, so würde ich mal sagen. Da waren die so. Der Typ hat sich damit, ich keine Ahnung, wie alt er ist, 50, 60, 70, dann tatsächlich noch gesteigert. Er hat dann so eine dicken Dinger geschrieben. Alter Schwede.
739 Seiten oder so. In der Geschichte geht es, also er schreibt jetzt historisch begründete Romane. Er schreibt jetzt keine Krimis mehr, keine Psychothriller-Krimis, sondern er schreibt jetzt historisch begründete Romane. Das heißt, es sind vollgepackte Informationen und so. Und in diesem Buch geht es um eine Zeit, um die Zeit von Batista, genau, als die USA Kuba schon mal waren. Und da geht es auch wieder um komplexe, ich glaube, fünf Figuren waren das, glaube ich. Und der eine ist, hatten, also es geht darum, dass sie da Casinos bauen wollen. Und da gibt es so Leute, die da ausgebeutet werden, die das da aufbauen. Da gibt es einen, der hat ein Gewissen. Und der schneidet die Leute, also die sind da auch angekettet, und die schneidet die Leute dann los in Kuba. Dafür wird er ermordet oder so. Ach, was weiß ich. Jemals hat dieses Buch mir geholfen zu verstehen, warum Kennedy, warum Willigkeit ermordet wurde. Weil die Ermordung mit Kennedy geht viel weiter zurück, denn es hat nicht was mit Batista zu tun. Und dadurch, dass die Mafia das dann verloren hat und damit das CIA jetzt versucht hat, das zurückzugewinnen. Und deswegen ist, also dieses Buch hat mir geholfen zu verstehen, warum Kennedy wirklich ermordet wurde. Es hat nicht was mit Batista zu tun.